Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, was ist eigentlich ein Trollkriegs oder ein Trollkrieg oder ein Trollkriegsclan? Trollkriegsclan ist sicherlich hier die Totusbande. Schande über die Totusbande. Die Totusbande hat nämlich einen Clankrieg gestartet. Ich hatte irgendwie den Schalk im Nacken und habe gedacht, ich starte hier mal einen Clankrieg mit den verbliebenen Kriegern hier. Und würde ganz gerne auch angreifen, weil die vergessen natürlich alle ihre Angriffe. Das war so klar. Und muss jetzt auch mal gerade schauen. Ich glaube, ich baue die nochmal nach hier. Und zwar 6 Loons nachgebaut für einen Rathaus 9er. Heute mal für einen Rathaus 9er. Der Farnsworth würde nämlich ganz gerne angreifen. Und ich bin mal gespannt, ob diese alte Taktik eigentlich noch klappt. Also eine alte Taktik ist es nicht. Aber es ist eine Taktik, wo ich in der Clanburg tatsächlich mit Loons spiele. Und ja, da hätte man auch einen Zauber geben können. Ich, Otto, hätte man auch eben mal einen Zauber geben können. Und zwar, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich muss jetzt mal eben gucken. Farnsworth. Jetzt habe ich da nicht drauf geguckt, was der eigentlich in der Clanburg hat, beziehungsweise an Zaubern mit hat. 2-2-1, okay. Na, nehmen wir ein Gift mit, ne? Ich würde sagen, wir nehmen Gift mit. Einen Gift. Oh, kann ich gar nicht mehr spenden. Wieso kann ich dem kein Gift spenden? Wieso kann ich dem Neuner jetzt kein Gift spenden? Ach, weil ich glaube ich gar keinen gefordert habe. Ne? Warte mal, ich mache das mal eben auf dem Tablet hier unten. Das nervt ja, dieses Balken. So. Weil ich glaube ich gar keinen angefordert habe. Doch, ich habe ein Gift angefordert. Luft und Gift. Komisch eigentlich, ne? Sehr komisch, aber okay. Die Anforderung, ja, ist ja jetzt auch raus. Komisch. Fangen wir mal Chefkoch an. Merkwürdig, die Anforderung war ja raus, denn der Gegner hat Clanburg, Leute. Der Gegner hat Clanburg und mal sehen, also ganz so trollen wollte ich ihn nicht. Ich weiß nicht, sehe ich die Anforderung auch. Ganz so trollen, also wollte ich den jetzt nicht so, dass wir gar nicht angreifen oder so. Ich meine, der Gegner greift auch noch nicht an. Ist vielleicht auch, noch nicht so. Obwohl immerhin, die sind Clan Level 4 mit 16 gewonnenen Kriegen und ein 2er Strike, unser Team hier. Hat noch nie einen Clankrieg gespielt, denn ihr wisst, das ist der Event-Clan hier, der eigentlich nur Liga spielt und deswegen mache ich erstmal einen Angriff, auch wenn das Telefon jetzt gerade bimmelt. Mache hier zumindest schon mal mein Gegenüber und mal sehen, ob diese alte Taktik noch funktioniert mit der Clanburg. Da bin ich mir noch nicht so sicher, aber ich probiere es einfach mal wieder. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das gut funktioniert. Okay, machen wir mal. Ein dahin und der andere müsste nach außen irgendwie laufen. Ah ne, der läuft auch nach da, okay. Die laufen auch nach da, alles klar. Helden hier mit drin. Und dann wuten wir das Ganze hier gleich mal volle Pulle. Das sieht aber noch ganz gut aus. Hier friesen wir mal so ein bisschen. Eieieiei, okay. Da kommt natürlich was Heftiges raus gerade, aber das sollte sich die Queen jetzt gleich schnappen können. Und wir schicken mal den King hier auf ein bisschen auf die Reise. Denn wir nehmen hier jetzt die Clanburg mit rein. Wir nehmen hier mal jetzt ganz easy peasy die Clanburg mit rein. Ach, der Knabberskelette da. Ja, ärgerlich, klappt doch nicht so gut, wie ich dachte. Sehr ärgerlich. Klappt doch nicht so gut, wie ich dachte. Aber die sind da nochmal durch die Lücke, durch die Hexen. Okay. Ah, ich habe wirklich gedacht, ich schaffe mit den Loons ein bisschen mehr. War eigentlich früher eine coole Taktik mit Loons im Backend. Aber da war ich jetzt wohl ein bisschen zu forsch. Hab aber noch ein paar Hexen, hab noch eine volle Queen. Okay, die Skelette tanken noch ganz gut, zumindest auf der Seite. Muss jetzt aber gleich meine Queen, glaube ich, zünden. Die ist noch nicht ganz maxed. Für 9er, allerdings sind jetzt alle meine Hexen gestorben. Ja, da unten lagen auch 4 Bomben. Ich meine, das ist eine alte, bekannte Base. Ärgerlich. Hätte ich mal doch mit Hox machen sollen. Aber ich habe noch Angriffe im 9er-Bereich mit dem Alex hier, mit dem Schief Alex.
Sehr ärgerlich, muss ich sagen. Sehr ärgerlich. Und das wäre jetzt rekommend. Auch wegen den unteren Bases mache ich mir gar keine Sorgen. Und aber auch die könnten wir eigentlich mal eben machen, zumindest irgendwie auf 2 Sterne. Dann bin ich wenigstens schon mal durch und hätte dort 12 Minuten Luft, okay. Eieiei, das Gleiche. Immer das Gleiche, 12 Minuten Luft. Dann nur 12 Minuten Luft machen. Jetzt haben wir auf jeden Fall lange genug gewartet. Ich habe jetzt fast den ganzen Tag gestern verdaddelt und auch noch den halben Tag heute verdaddelt. Aber der Gegner hat schon ein paar Angriffe gemacht und führt jetzt wahrscheinlich sogar. Ah, nee, das führen wir noch nicht. Okay, dann können wir auf jeden Fall reinhauen. Wir haben noch 50 Minuten Zeit. Ich habe jetzt wirklich bis auf den allerletzten Drücker hier mit dem Trollen gewartet. Und wir können auf jeden Fall anfangen hier auf einen, ja, auf den ich mit Farnsworth nämlich gestern nicht geschafft habe. Den nehme ich mir mal jetzt mit Uschi vor. Den nehme ich mir mal jetzt mit Uschi vor, okay? Okay, so. Ich würde sagen, wir nehmen aber die gleiche Seite. Das heißt also, wir kommen auch hier wieder über die Queen rüber. Also über die Queen-Seite, ne? Das meinte ich eigentlich. So, 2 davon, 1, 2 Ellen hier mit drin. Oh, wir haben noch eine Hexe hier. Alles klar. So, wir gucken mal, dass da ein paar rüberspringen. Aber noch sieht es ganz gut aus. Und wir haben auch noch einen Sprung. Okay, den setzen wir hier unten. Haben aber jetzt auch nicht mehr so viele Trubis. Ah doch, Truppen haben wir noch genug. Wo ist denn eigentlich mein King? Ach, da hinten läuft er rum. Okay, alles klar. Einmal noch den geworfen und den hier. Nicht, dass wir da oben was vergessen haben. Okay, da haben wir auf jeden Fall 3 Sternchen hier reingefahren. Und ich mache mit der Uschi auch gleich weiter. Also das Trollen. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Trollen ist. Aber ich meine, ihr seht selber, der Clankrieg besteht ja fast nur aus mir. Aus mir, also Chefkoch, Lela, Frei. Oh, Lela ist angegriffen worden. Okay, oh, 13%. Alter, was hat der denn gemacht? Der hat einen Timeout, oder? Ja, bestimmt einen Timeout gehabt. 8 Blitze. Gucken wir mal. 1, 2, 3. Vorne weggeblitzt, okay. Hätte er die hinteren genommen. Aber ich glaube, der wollte auch gar nicht so weit kommen, oder? Schauen wir mal. 13%. Ist aber echt mau, ne? Hat denn der gemacht? Okay, der hat einen Timeout. Oder hat keinen Bock mehr. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. 2 Socken, dann haben wir den Mini-Spark dabei, Nachtschatten haben wir dabei. Und hier unten haben wir auch nochmal einen Sparky. Also gehen wir hier einen höher. Gehen wir erst wieder einkaufen, würde ich sagen. Und baut mittlerweile nach. Mal sehen, ob wir den auch ganz gut hinbekommen. Den habe ich kurz noch mit Alex ein angestupst. Also zumindest mal zu checken, was ist da in der CB drin. Und hier haben wir allerdings Multis. Ich bin ein Honk. Multis. Eieieiei. Okay, das ist natürlich dusselig von mir. Aber egal. Egal, ist jetzt gerade ein bisschen doof. Ich hätte jetzt vielleicht dann die Zauber ändern sollen. Machen wir aber. Denn die blitze ich eigentlich immer ganz gern weg. So, einmal, zweimal, dreimal. Und dann spammen wir hier durch. Maschinchen mit rein, Giftruf, Queen rein. Ich glaube eher, die Idee war nicht so gut, aber wir kriegen auf jeden Fall den Multi da noch. Und aber ich denke mal, den Rest werden wir nicht mehr bekommen. Allerdings noch ein Magierturm oder nur ein Magierturm. Der Rest ist
Oh, da haben wir. Oh nee, wir haben da noch den Minenwerfer. Eieieiei, der geht aber auf meine Queen, okay. Ah, jetzt kommen die Truppen da natürlich nicht mehr rein. Das könnte eng werden, aber wir lassen die zwei Sterne erstmal stehen, würde ich sagen. Haben wir noch ein paar Attacken. Die mache ich in jedem Fall mit euch. Und dann habt ihr mal wieder ein bisschen Live-Action von mir, wenn auch nur im Video. Heute, ah nee, heute ist Mittwoch. Okay, ich habe mich versprochen. Oh, da kommen noch ein paar Skelette raus, okay. Könnte noch was werden, Leute. Denn wir haben nur noch punktuellen Schaden. Das heißt also, wir haben keinen Flächenschaden mehr. Der letzte Magierturm ist auch gefallen. 1 Minute 23 noch Luft. Joa, das werden 3 Sterne. Easy peasy. Das werden 3 Sterne. Ist auf jeden Fall ein Hype. Man könnte jetzt eigentlich auch abbrechen, ne, damit ich so ein bisschen die Zeit jetzt die Zeit spare. Wo laufen die denn alle hin hier? Ach, da war noch was. Okay, und da ist noch eine Bauhütte. Okay. Aber die müssen sich eigentlich durchknabbern da. Jo. Sehr cool. Okay, Leute. Das sind auf jeden Fall 3 Sterne für den Toti. Sehr schön. Uschi am Start. Und dann muss ich mich um diese Base nicht mehr kümmern. Jetzt geht es nämlich schon in die Elva-Bases hier. In die Elva-Bases und die werden schon ein wenig knackiger mit Adler auf 1 und ein paar Infernos, die auch ganz schön stark sind. Wen haben wir denn hier als nächstes von mir? Minispark, Nachtschatten, 2 Socken. Okay, oh, 2 Socken, mein kleinster Kleiner. Okay, 2 Socken, mein kleinster Kleiner. Also mein kleinster Elver ist der 2 Socken im Moment. Und da mir natürlich der Clankrieg sehr, sehr. Oh nein, was habe ich denn hier? Okay, Partymagier. Eieieiei. Die kann ich irgendwie gar nicht gebrauchen gerade. Die Drachen kann das sein. Kann es sein, dass ich die Drachen gerade gar nicht mal so gebrauchen kann? Ich kann gar nicht. Ich kann nicht Drachen, Leute, ne? Ich kann eigentlich gar nicht Drachen. Eieiei. Was machen wir da? Wir verballern die Drachen gerade, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir verballern die Drachen gerade. In irgendeinem wilden Kampf hier. Wollte auch gar nicht lange suchen. Jo, das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Da können wir hier mal so ganz easy peasy starten. So, den haben wir auch schon. Ein Weiler. Sehr schön. Zweimal Wutherin. Dann nehmen wir die mal in Frost. Booten wir hier nochmal durch. Sehr schön. Ich hätte die Luftabwehr dort friesen sollen. Ich hätte die Luftabwehr friesen sollen. Okay, aber wir haben den dunklen Pott auch bekommen. Das war gar nicht mal so schlecht. Naja, ich hoffe, ihr seid auch mit euren etwas kleineren Accounts in den Clankriegen. Denn hier ist das ja so, dass ich mit denen wirklich, wirklich wenig spiele. Meistens nur Liga. Und irgendwann wache ich dann auch auf und dann bespiele ich die immer ein bisschen mehr. Aber im Moment ist es halt so, dass ich die wirklich ganz, ganz wenig bespiele, die Accounts hier. Oh, das ist auch, ich wollte gerade sagen, ist aber auch noch klein, ne? Okay, haben wir aber noch geschafft. Ah, schade, 2K Dunkles nicht mehr geschafft, aber dann haben wir wenigstens A, einen Farmangriff gemacht und B, haben aber noch keine Liga. Allerdings muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Muss ich mich jetzt ein bisschen sputen. Das heißt, ich habe schon ein paar Miner. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 4, 5. Ah ne, wir können ruhig Dunkles ausgeben, Leute. Wir können, glaube ich, ruhig Dunkles ausgeben, denn das Dunkle ist im Moment ja kostenreduziert. 1, 2, 3. Oh, 3 kann ich gar nicht, okay. Dann machen wir das so. 1, 2, 3 und da können wir noch Miner mitnehmen. Und einmal Zauber. 1, 2, 1, 2, 3. Zack. Und in der Clanburg nehmen wir gleich noch ein Gift und ein Fries mit. Sehr schön. Die holen wir uns auch ab. Nicht vergessen, Leute, dass ihr euch die täglichen Geschenke abholt. Ich glaube, da war heute 1 Million
Gold drin. 1 Million Gold drin und dann nehmen wir uns hier, was wir brauchen. Jetzt haben wir kein Gift. Das ist doof, Leute. Das ist nicht gut gefordert gerade. Hier nehmen wir noch ein Gift und ein Fries mit an. So ist besser. So sieht das besser aus. Ich habe jetzt natürlich 3, 4 Frieses. Okay, 4 Frieses. Das ist irgendwie ein bisschen viel, ne? Kann das sein? Obwohl man Fries ja auch nicht gerade zu wenig haben braucht. So. Mach fertig, ich habe keine Zeit. 40 Minuten, der Gegner kommt auf jeden Fall mit harten Schritten. Jetzt geht's dabei hier. Jetzt geht's ab. Und wir kommen dem Adler entgegen, würde ich sagen. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen dusselig, dass die Infs dort, obwohl das ein Single, eigentlich ganz gut. So, die Party-People da hinterher. Helden hier mit rein. Ja, ich hätte natürlich jetzt auch einen Trank nehmen können. So, kommt Leute, springt. Sehr schön. So, da lebt sogar noch ein Golem. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Und ich glaube, 2 Socken könnte mit dieser Strategie. Wir haben noch ein bisschen Flächenschaden, ja. Aber wir haben auch noch den Warden. Aber der macht jetzt nicht so übermäßig viel Trouble gerade. Also der ist noch nicht so stark, dass er was reißen kann. Allerdings ist da oben der 40er King. Der kann noch ein bisschen was reißen. Da haben wir noch den Minion. Hier oben haben wir noch 3 Hexen. Okay, und hier haben wir auch noch eine ganze Menge Hexen. Plus den Bowler, sehr schön. Bowler vielleicht auf den Magierturm. Ja, danke schön. Sehr schön. So, da tankt er. Oh, der dicke tankt gut. Der dicke tankt gut. Hier unten haben wir die Ecke auf jeden Fall weg. Ah, das wird eng, Leute. Das wird super eng. Das Doofe ist der Minenwerfer. Das Doofe ist jetzt gerade ausgerechnet da ein Minenwerfer. Ich meine, wenn die jetzt außen lang gehen würde, hier die Hexe. 1 Minute haben wir ja noch. Oh, die gehen dann nochmal durch. Ach, der... Ah, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Und eine Hexe noch. Eine einzige Hexe und der Minenwerfer. Oh, schade. Ein Ballon, ne? Ein Ballon. Aber weiß es vorher? Weiß es vorher? Nein. Man weiß es nicht. 98%. Guck mal, gerade unten... wie der Gegner geholt hat. Mit unten meine ich auf das andere Tablet. Oh nein. War ich offen 2 Socken. Ich honk. Eieiei, okay. Naja. Ich glaube, die Hexe hat es eh nicht geschafft, ne? Gucken wir mal, ob wir die Sterne noch gut geschrieben bekommen. Haben wir noch gut geschrieben bekommen, ne? Ja, 2 Stück. 99%, Leute. 99. Aber der Gegner kommt auf Mini-Spark mit der Nummer 2 schon. Oh, oh, oh. Auf mich 61%. Okay. Ja, können wir auf jeden Fall noch weitermachen. Ah, 99. Das ist... Also, das ärgert mich schon wieder. Das ärgert mich schon wieder maßlos. Aber den können wir auf jeden Fall mit dem Chargy machen. Und hier brauchen wir allerdings etwas anderes. Dann nehmen wir Hox mit. Ne? Wenn wir schon Hox nehmen, Leute, ihr wisst das, beim Hybrid. Hox. Morhawks. So, dann nehmen wir Morhawks mit. Kaufen wir hier ein und ich glaube, wir lassen die Zeit gar nicht so vertrödeln. Wir nehmen hier oben mal den Chefkoch schon mal auf die Nummer 1, weil da bleibt mir sowieso gar nichts anderes übrig, als dass ich den Chefkoch darauf schicke, als meinen höchsten Elfer, der ja nicht, ja, er ist mein höchster Elfer und den nehmen wir auf jeden Fall mit rein.
Jetzt könnte ich mich natürlich von unten nach oben durchkämpfen, aber ich denke mal, das muss eh der Chefkoch erledigen hier. Und eben mal gucken. Da haben wir zwar einen Multi, aber der hat auch noch keine 3. Und ich gucke mal gerade, wie wir eigentlich gut durchgehen könnten. Nee, wir könnten noch über Ecke gehen, ne? Wir könnten auch über Ecke gehen, Leute. Wir müssen irgendwie 2 Sterne schaffen. Ach, jetzt. Fast hätte ich die Queen vergessen. Fast hätte ich die Queen vergessen, aber sieht noch ganz gut aus. Für den Elfer hier. Da oben haben wir auf jeden Fall noch genug Truppen, dass dort reingelaufen wird. Jetzt wird das Video natürlich ziemlich lang, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das bin ich euch auf jeden Fall schuldig, weil ich jetzt auch so gar nichts gebracht habe oder relativ wenig gebracht habe. Und ich denke mal, Leute, wir kriegen den auf 3 Sterne, wa? Wir kriegen den auf 3. Die Bowler sind noch da. Der Warden ist noch da, nur noch ein Kanönchen. Jo, so geht's. voll das Rumgespamme hier. Aber egal, 11 auf 12. Ich meine, okay, das war auch so ein gerade 12er. Keine 3 Infernos. Und ja, alles nicht ganz so dolle. Aber egal. Sollte auf jeden Fall nicht so sein. Und dann machen wir hier mal weiter. Meine Mucke hat auch mal wieder aufgehört. Das ist auch ein kleiner Bug hier. Ich glaube, das ist dem Chrome geschuldet. Ich muss das alles mal mit dem Edge machen. Sehr schön, Toto. 3 Sterne nochmal. Troll, Troll, Troll. Es geht los hier. Jawohl. Okay. Dann haben wir jetzt noch 2 Bases, noch 3. Es könnte ein Perfect werden, Leute. Es könnte ein Perfect werden. Denn ich habe auch noch mit Leela und mit Fry auch noch offen. Leela, Fry. Fry ist auch noch offen. Fry ist, jetzt muss ich mal gucken. Fry ist auch ein Elber, ne? Das ist noch kein 12er oder sowas. So, hier war ich länger nicht. Das sieht man immer daran, dass ich hier noch nicht so viel shoppen war. Ich meine, ich habe mir schon was abgeholt gehabt, die Tage, aber das war eher. Das waren nur die Anfangsdinger, die stehen ja nur 6 Tage da. Deswegen habe ich schon mal alle Accounts einmal durchgeloggt. Solltet ihr in jedem Fall auch machen. Und auch hier habe ich so eine ganz, ganz ähnliche Armee. Dann hauen wir hier mit dem Fry auch mal eben einen Rin. Halt. Etwas modifizieren hier. Wir brauchen auf jeden Fall immer ein Gift, denn der Gegner hat Klamburg-Truppen. Und hier haben wir, nehmen wir das auch mit. Ja, ich kümmere mich nachher um die Hübschheit der Bases hier. Aber erstmal haben wir den Gegner so ein bisschen schon mal geschockt. Da oben passiert nicht ganz so viel. Und dann würde ich sagen, nehmen wir ihn hier. Ah, 2 Socken, 99%. Ach, echt ärgerlich. Echt ärgerlich. Okay, hier haben wir etwas bessere Helden, Leute. Also gucken wir mal, ob wir das nicht hier ein bisschen besser schaffen. Schauen wir mal, ob wir das hier nicht ein bisschen besser schaffen. So, wir nehmen schon mal einen Mauerbrecher da. Zack. Der geht schon mal durch. Sehr schön. Ja, ich weiß, das war jetzt nicht so doll gefunnelt hier. Party-Magier mit drin. Den Mauerbrecher auch mit rein. Elden mit rein. Und, ach Leute, lauft doch. Ich wollte es gerade sagen, lauft doch nicht alle rum.
Der war nicht mal besser als der von Fry. Sehr ärgerlich. Kann euch was sagen, was hier dusselig gelaufen ist. In der Mitte habe ich ein bisschen viel verloren und bin ich an die Infernos gekommen. Zwei Sprünge hätte ich eigentlich mitnehmen sollen. Schade, bleibt der auf jeden Fall auf 99. Aber ich habe ja noch eine Chance. Okay, den können wir eigentlich abbrechen. Ich hab noch eine Chance auf den. War ja jetzt der erste, den ich gemacht habe. Okay. Und da haben wir natürlich keine Party-Magier. Den kann ich auch nicht. Ah doch, ich kann nach. Ach doch, wir haben noch die Party-Magier. Okay, dann kann ich doch nochmal nachtrainen. Und wie lange haben wir noch Krieg? 30 Minuten. Dann nehmen wir auch hier mal einen Trank. Ich use das ja sonst eher wenig. Aber was sein muss, muss sein. Okay. Wen hatten wir denn eigentlich eben noch nicht gemacht? Zwei Socken, ne? Zwei Socki. So, zwei Socken muss, glaube ich, noch ein. Ich glaube, da machen wir einen Hybrid. Mit. Ja, zwei Socken. Okay. Dann nehmen wir mal einen Trank. Boost Helden. So, wir nehmen die Helden mal ein bisschen und sollen wir die Armee auch mal pimpen? Ich weiß gar nicht, ob da jetzt überhaupt noch was geht bei der Armee. Lass mal gerade gucken. Ja, komm, wir nehmen die Armee auch. Boost Army hätte ich auch eben schon machen können, ne? Hätte ich auch eben schon machen können, okay. Dann nehmen wir den nächsten hier. Und dann chargen wir hier mit einer 47er Queen. Das passt. Okay, ich habe überhaupt kein Cleanup dabei. Das müssen alles die Truppen hier regeln. Ist natürlich nicht so dolle, aber macht nichts. Macht erstmal nichts. 1, 2, 3, 4, 5. Nehmen wir hier schon mal einen Miner mit drin. Einmal hier einen Mauerbruch. Kriegen wir da wohl einen zweiten Mauerbruch noch hin? Dass wir da Richtung Adler vielleicht kommen. Boah, ja. Jetzt rennt uns die Queen weg. Die Queen rennt uns weg. Okay. Dann müssen wir es gleich mit den Haupttruppen, glaube ich, machen. Ne? Kommen wir nicht rumrum. Wir könnten hier aber schon mal einen Hock schicken. Denn der Drachen soll mal nach da oben gehen. Der Drachen soll mal nach da oben gehen zur Queen. Oh Gott, ist er langsam. Oh, mir läuft die Zeit davon. Bewegt euch mal ein bisschen schneller, Leute. Oh, Struggle-Falle, die NATO da in der Mitte und nichts am Rathaus, war nichts am Rathaus. Nichts am Rathaus. Oh doch, das Rathaus fällt, okay. Ah doch, da sind doch noch ein paar Miner am Start, sehe ich gerade. Das sieht noch ganz gut aus. Queen ist noch am Start, der Warden auch, aber der Single brät jetzt alles weg. Naja, schade. Aber wir in Ordnung, wir sind zwei Sterne, Leute. Ich will mich da auch nicht drüber aufregen. 36 Sekunden noch. Die Queen hat jetzt noch mal ein paar Level draufgekriegt. 5 Level. Vielleicht hat es das ja gebracht. Ja, ist nicht reingegangen, ist außen rumgegangen, ist aber dann auch, glaube ich, nicht so kritisch. Und ich zünd sie jetzt auch 20 Sekunden. Ja, ich kriege natürlich den Single nicht mehr down. Ne? Ich meine, den Rest könnte ich sogar noch schaffen. Allerdings muss die auch noch durch eine Mauer. Und aber wieder eine gute Attacke mit 94% hier von Donnerbengel. 95%, 96%. Jo, 96% und 99% passt in jedem Fall. Wir haben auf jeden Fall alle Bases angegriffen hier. Die zwei da noch nicht, aber okay. Ich train die auch mal nach, doppelt.
weil die jetzt gar nicht so schlecht sind und ich jetzt sowieso ein bisschen im Boost bin. 25 Minuten noch, ganz, ganz kurze Pause. Ist klar, ne? Toto macht eine Pause und noch 15 Minuten Zeit. Okay, auch nicht schlecht. Kann man mal machen, muss man aber nicht. Okay, wir sind startklar hier mit dem Fry. Wir attacken den einfach so, wie er jetzt ist. Ich habe mir den noch nicht angeguckt, Leute. Okay. Okay. Oh, der hat Löcher in der Base. Der hat Löcher in der Bars. Okay, so. Dann nehmen wir da mal einen Mauerbrecher. Ab. So. Den haben wir schon mal auf. Und dann nehmen wir den zweiten hier auf Ecke. Dann haben wir die nämlich auch schon auf und können jetzt hier ganz fröhlich über die Seite reingehen. Ich will den Pademagier rein. Mal wieder ungefunnelt. Muss ich mir jetzt gleich wieder anhören. Trotto, du funnelst gar nicht richtig. Ja, ja. Ja, okay. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ich bin ein Held. Ich bin ein Held. 1, 2. Wir schießen die da mal. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich hätte vielleicht andere Zauber mitnehmen sollen. Was heißt andere Zauber? Hatte der gar keine Klarenburg oder was? Hatte der gar keine Klarenburg oder wo ist die Klarenburg? Na, noch haben wir genug Truppen da, Leute. Hier unten wehrt sich die Queen gegen die Hexen, aber da haben wir auch noch leider noch schon wieder so einen doofen Minenwerfer. Komm, mach mal die. Ja, okay. Die ist Geschichte. Oh, da sind noch viele, viele Truppen dabei, Leute. Da sind noch viele, viele Truppen am Start. Sehr schön. Sehr schön, Bola auch noch, King auch noch, alle drei Helden noch da. Aber der X-Bogen da, der steht ziemlich tief. Der X-Bogen steht ziemlich tief und könnte mir jetzt die Bola wegballern, wenn die Queen... Ah nein, nicht, obwohl die Queen ist okay. Okay, den haben wir down. Den haben wir down, die Queen geht doch noch in die richtige Richtung, so wie ich sehe. Und meine Mucke hört schon wieder auf. Mann, Mann, Mann. Okay, ungezündet. So, das hast du nun davon. Das hast du nun davon. Und ich würde sagen, wir spielen den Clankrieg auf jeden Fall zu Ende. Also Fry holt auch nochmal schön 3 Sterne hier. Sehr schick. Quicken wir auch nach. Das heißt, wir haben jetzt noch jeweils einen Angriff mit Lela. Oh, Lela hat sogar 2. Lela hat sogar 2 Angriffe. Leli, wo bist du? Leute, die Folge wird ultra. Die Folge wird ultra heute. Aber okay. Oh, das ist natürlich nicht so dolle. Das ist besser. Alles klar. Haben wir hier eigentlich eben schon nachgeschaut? Haben wir eben schon nachgeschaut, dass wir hier auf jeden Fall das Richtige dabei haben? Oder haben wir das nicht gemacht? Wo haben wir noch offen? Da und da. Ach ja, das ist immer noch die Zwei-Socken-Geschichte. Okay. Und da auch noch zweimal zwei Socken. Haben wir 2 Sprungen dabei? Nein, wir haben wieder nur einen. Okay. Oh. Wir brauchen 2 Sprungen, Leute, zu den Infernos. Dafür lassen wir einen von denen weg hier. Wir brauchen auf jeden Fall 2 Sprungen. Anders geht's nicht. So. Anders geht's nicht. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht doch noch ein Perfect hier hinbekommen. Okay, Attack. Also zwei Sprung, einen nach rechts, einen nach links. Attacke. Ist jetzt ein bisschen anders, die Armee. Ist jetzt halt nicht mit Riesen, sondern eher mit Golems. Die brennen mir natürlich ziemlich schnell weg. Klar. Ja, die Maschine muss ich auch nur auch später setzen. So, hier sind auf jeden Fall schon mal die beiden Sprung.
Wir kriegen die Base nicht down, Leute. Bin zu dumm. Wir bekommen die Base nicht richtig down. Obwohl wenigstens der eine Golem da tankt noch ganz gut. Vor allen Dingen den Minenwerfer, weil ich da hinten, obwohl ich habe hier hinten noch ein paar Walküren dabei, ne? Oh, da sind noch zwei Walküren am Leben, okay. Da sind noch zwei Walküren am Leben. Komm, Queen macht die Kanone. Jawohl. Sehr schön, 1 Minute 19. Das läuft doch. Es läuft doch. Was haben wir hier unten noch? Oh, da haben wir noch ein bisschen zu viel. Ah, ja, da haben wir noch ein bisschen zu viel. Und die gehen jetzt alle. Ja, die einen gehen da lang, die anderen gehen da lang. Leute. Komm. Queen. Ah, schade, die Queen schafft es nicht ganz. Okay, dann müssen es die Walküren und der King richten. Zack. Zack. Bam, bam. Alter, die Walküren ballern hier. Hier hinten ballert noch eine Hexe. Da ist auch noch eine Hexe und der King. Der King auf letzter Rille. Okay. Der King ist wirklich auf allerletzter Rille. Aber die Walküren hüppeln hier auch noch. Und nichts geht auf die Walküren, weil die Skellies hier echt gnadenlos tanken. Und kommt, geht da durch, 30 Sekunden Zeit. Oh, da ist nochmal fette Riesenbombe, okay. Kommt, Mädels. Sehr schön. Läuft. Läuft. Okay, der Troll War könnte ein Perfect War werden. Könnte ein Perfect War werden. Ich habe ja noch zwei Angriffe mit Leela. Das heißt, wir können den nächsten jetzt auch gleich machen. Wir können den nächsten auch gleich machen. 1, 2, 1, 1, 1, 1. Ox. Mehr Ox. Okay, habe ich, glaube ich, heute schon mal gesagt, ne? Habe ich heute schon mal gesagt. Und der Zweisocken mit 96% war ein bisschen ärgerlich, weil wir hier nicht richtig in die Base reingekommen sind. Das soll sich ändern. Das soll sich auf jeden Fall ändern. So, wir haben nämlich hier auf jeden Fall was zum Rumfangeln. Sehr schön. Und schicken hier mal einen Ballon. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Drei Stück da drauf. Und jetzt gucken wir mal, Mauerbruch passt. Sehr schön. Wenn der Sammler jetzt weggehen würde, wäre das super, super spitze. Dass die Queen da vielleicht reingeht. Nein, tut sie nicht. Okay, Queen, du kannst da ruhig rein. Es tut nichts weh. Okay, die gegnerische Queen ist schon mal Geschichte. Die Queen müsste eigentlich jetzt gleich nach Adam Riese, müsste die Richtung Adler gehen. Zum Feger, dann Richtung Adler. Das sieht noch ganz gut aus. Lauf nach oben, Mädel. Komm, lauf nach oben. Und geh nicht durch die Mauer, bitte. Jawohl. Sie tut's nicht. Sehr schön. So, der ist schon mal Geschichte da. Queen geht gut. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen ranhalten hier. Jetzt geht es der Queen nicht mehr so gut. So, hier brauchen wir noch ein bisschen da Cleanup. Das sieht ganz gut aus. Queen ist noch Healthy. Okay, der Multi scheppert da natürlich ganz gut rein. Und nichts am Rathaus. Im Moment ist noch nichts am Rathaus, Leute. Wir haben auch noch ein paar Miner. Wir haben noch den King, 47 Sekunden Zeit. Oben, das geht auch weg. Da haben wir einen Minion. Sehr schön. Und dann sollte das doch eigentlich passen, Leute. Das wird der Perfect War. So geht's. Der Toto macht hier den Perfect War klar. Und die Folge geht schon über eine halbe Stunde. Boah. Aber ich habe jetzt auch gedacht, Toto, jetzt lässt einfach laufen. Und schepperst den hier noch richtig, richtig schön weg. Also,
Echt kranke Sache, meine Herren. Das war gerade ein ganzer Klankrieg, ne? Also fast ein ganzer Klankrieg. Und damit haben wir 30 Sterne. Ja, und damit haben wir Perfect War gefahren. Sehr, sehr schick. Und ja, ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen, auch wenn es jetzt ultra lange war. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal auf jeden Fall dranbleiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch auf Twitch besucht. Heute Abend ist es ja wieder soweit und wir holen auf jeden Fall den Mondclash in Stunden die nächsten Tage nach. Da freue ich mich auch schon drauf. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Clasht.